Statt gestern Abend in eine regnerische Nacht aufzubrechen, stehen wir lieber um 3 Uhr auf und nutzen die vorhergesagte Schwachwindphase aus, um 12 Meilen zum Festland zu motoren. Gegen 3:30 lösen wir die Leinen und versuchen, so leise wie möglich auszulaufen, damit die Stegnachbarn nicht aufwachen. Unser Plan scheint aufzugehen. Die See ist ruhig, der Mond spiegelt sich im öligen Wasser. Die Sonne geht langsam auf, wir fahren ihr im wahrsten Sinne des Wortes entgegen. Ein paar Basstölpel fliegen an uns vorbei. Kurz nach 7 Uhr erreichen wir Butt, das wie Ona ein Fischerdorf ist. Erst holen wir etwas Schlaf nach, es folgt ein entspannter Sommertag. Lesen, angeln, Videos schneiden, Freiminuten in die Heimat vertelefonieren. Weitersegeln kommt beim inzwischen eingetretenen Nordwind nicht in Frage. Gestern habe ich ein vorübergehendes Angelverbot ausgesprochen, da wir erst die Fänge von vorgestern aufessen mussten. Heute wurde Philipp von mir die Erlaubnis zur Wiederaufnahme des Fischfangs erteilt. Schnell ist das morgige Abendessen gesichert. 2 Makrelen kommen uns an Bord besuchen. Wenn ihr euch fragt, ob wir euch weiterhin von jedem einzelnen Fisch berichten werden, klar, meint Philipp, nach der langen Durststrecke in der Ostsee und dem vielen Spott, den er sich anhören durfte, müsst ihr da jetzt durch. Doch ich denke, wir haben euch ausreichend von Norwegens Fischreichtum überzeugt. So gut wie immer, wenn wir Fisch haben wollten, ließ er sich schnell organisieren. Aber nicht so schnell, dass das Angeln langweilig wurde. Man könnte sagen, die Mischung war perfekt. Während wir unter Deck sitzen, hören wir auf dem Fjord ein lautes Tröten. Als wir nachschauen, warum die Schallsignale gegeben werden, entdecken wir in wenigen 100 Meter Entfernung einen dichten Nebelstreifen über dem Wasser. Auf Müggele knallt hingegen die pure Sonne. Wie bereits in den vorherigen Videos berichtet, haben wir auch in dieser Gegend mit lokalen Sichtbehinderungen zu tun. Ein wunderbarer Segeltag hatte sich angekündigt. Gemütliches Frühstück, danach gemächlicher Aufbruch und anschließend zügiges Segeln Richtung Kristiansund. So war der Plan. Die Brise, die wir spürten, als Müggele noch am Eisen hing, kommt viel nördlicher als prophezeit. Wir können anfangs trotzdem segeln, bis das Lüftchen verschwindet. Also wieder Motor an. Beim nächsten Windhauch versuchen wir es ein zweites Mal. Kurz darauf nichts. Mit 2,5 Knoten hätten wir uns anfreunden können. Als die Anzeige unter 1,5 Knoten rutscht, geben wir auf und drehen den Zündschlüssel. Ärger und Frustration keimen auf. Obwohl die Sonne scheint und normalerweise für gute Laune sorgt, ist die Stimmung an Bord im Keller. Der Ton wird hitziger. So hatten wir uns das nicht vorgestellt. Seit Wochen ist das Vorankommen unter Segeln ein einziger Krampf. Wenn ohne Dieselstrecke gemacht werden kann, dann höchstens zu nachtschlafender Stunde oder bei Regen. Auf den heutigen Tag hatten wir uns wegen der tollen Windprognose richtig gefreut. Stattdessen brummt erneut der Motor und unsere Köpfe rauchen. Unter diesen Bedingungen wollen wir nicht zu den Lofoten. Schlimmstenfalls müssen wir dieses ersehnte Ziel aufgeben. Denn weder unser Boot noch unser Geduldsfaden sind geeignet für wochenlanges Gegenantuckern unter Motor. Außerdem ist Müggele ein Segelschiff und möchte seiner Bestimmung folgen. Zumindest glaubt das die Besatzung. Nachdem wir unserem Ärger Luft gemacht haben, folgen versöhnlichere Töne. Eigentlich sind wir uns ja einig. Wir wollen unsere Tage im hohen Norden genießen und nicht frustriert Meilen erledigen, nur um künftig sagen zu können, wir waren irgendwo da oben. Unseren Erfolg nur auf das Erreichen einer Landmarke zu reduzieren, würde nicht unserer Art des Reisens entsprechen und der wunderbaren Natur, die wir hier erleben dürfen, nicht gerecht werden.
so als ob der norwegische Windtroll aufgrund unseres Wutausbruchs plötzlich kalte Füße bekommen hätte, spüren wir plötzlich einen Lufthauch. Dieser stellt sich als waschechter Südwestwind heraus. Hat sich die Vorhersage nur in der Uhrzeit geirrt? Ich film nur gerade den Beweis, dass wir auch mal wieder segeln konnten. Im Nu ist die Genua ausgerollt und wir laufen 6,5 Knoten auf Raumschurzkurs. Wahnsinn! Unsere Befürchtung, dass das Vergnügen wie üblich nur 10 Minuten andauert, ist unbegründet. Es weht einfach nur herrlich. Ein Stück segelt Mückele auf offenem Gewässer, vorbei an der berühmten Atlantikstraße, die von See aus nicht allzu imposant wirkt, bis wir in einen hübschen Sund abbiegen können. Selbst nach 20 Meilen pustet der Wind noch. Wir stecken ein neues Ziel in 8 Meilen Entfernung ab. Besonders nett ist es, als wir durch Sveggesundet kommen, ein schmales Fahrwasser. Der Ort scheint eine Ausgangsbasis für Angeltouristen zu sein, denn wir sehen etliche Männer mit ihren Ruten am Ufer stehen oder in kleinen Motorbooten sitzend auf ihren großen Fang warten. Kurz vor Kristiansund finden wir eine Bucht. Die Ansteuerung ist mit etwas Herzklopfen verbunden, denn die Einfahrt ist mit knapp 10 Metern nicht besonders breit. Und die 1,9 Meter Wassertiefe müsste zwar ausreichen, doch wer weiß, ob die Tiefenangaben so genau sind. Ein Blick auf die Tide zeigt, dass wir mehr Spielraum haben müssten, wir sind nahe Hochwasser. Mit meiner Augapfelnavigation am Bug und gebremster Fahrt manövriert uns Philipp durch den Engpass. Alles geht gut. Ein Mann ruft uns vom Ufer zu. Wir bräuchten keine Sorge haben, denn hier sei alles über 5 Meter. Das stimmt laut unserem Echolot bei weitem nicht. Es ist dessen ungeachtet natürlich nett von dem Mann, dass er uns als Einheimischer grünes Licht geben möchte. Wir lassen den sonnigen Tag, der nur im Geist mit ein paar dunklen Regenwolken verbunden war, mit frisch geräucherter Makrele ausklingen. In Deutschland ist es unerträglich heiß. Aus der Heimat erreichen uns Nachrichten über Rekordwerte. Während wir in den letzten Wochen häufig neidisch auf die warmen Temperaturen waren, sind wir jetzt ganz froh, in Norwegen zu sein. Hier hat der Sommer Einzug gehalten, und zwar auf eine sehr angenehme Art und Weise. Die letzten 2 Tage erreichte die Tagestemperatur zwischen 25 und 27 Grad. In Norwegen. Endlich besteht die Segelbekleidung nicht mehr aus Wollsocken und Winterjacke, sondern Shorts und Flipflops. Die Strohhüte vervollständigen unseren Sommerlook. Unser Sonnentuch, das Bimini für Arme, kommt zum ersten Mal in diesem Jahr zum Einsatz. Die Temperatur in der Bilge ist übrigens auf 15 Grad angestiegen. Prompt ist eine 3 Tage alte Frischmilch sauer geworden. Als Mittagessen gibt es deshalb Milchreis. Ich habe Sorge, dass auch der letzte Tetrapack sauer wird und möchte den Liter lieber rasch verbrauchen. Wirklich weit kommen mir die darauffolgenden Tage nicht. Sie sind zum größten Teil vom schwachen Wind geprägt. Dementsprechend gibt es kaum etwas zu berichten. In Erinnerung bleiben uns zahlreiche Gestelle für den sogenannten Klippfisch. Leider wurden die gesalzenen und anschließend luftgetrockneten Fänge schon abgehängt, sodass wir nur die bloßen Balken sehen können. Die Region rund um Kristiansund ist bekannt für diese Spezialität. An einen bestimmten Angelwurf wird Philipp noch länger denken. Mit diesem einen Einkurbeln fängt er nämlich 4 Makrelen auf einmal. Er hat scheinbar einen Schwarm zielgenau getroffen. Das macht genauso viele Fische wie in der Saison 2018 insgesamt. Ach, lassen wir das lieber.
Während einer Segeletappe sehen wir drei Seeadler über den Bergen kreisen. Erstaunlich ist, dass sie nicht nur weiße Bürzel, sondern auch weiße Köpfe haben. Vielleicht Weißkopfseeadler, denken wir Laien. Wie wir nachlesen, gibt es diese allerdings nur in Nordamerika. Es wurden in Europa lediglich zwei sogenannte Irrgäste beobachtet. Dass es sich bei den drei Adlern auch um solche Irrgäste handelt, ist somit auszuschließen. Erst beim Schneiden der Videos informieren wir uns etwas ausführlicher über diese Vogelart und erfahren, dass mit zunehmendem Alter der Kopfbereich etwas ergraut. Also im Grunde nichts anderes, wie man es von Hunden oder von Menschen kennt. Der heutige Segeltag ist lang und unspektakulär. Bis auf eine Tierbegegnung. Plötzlich macht mich Philipp auf ein ungewöhnliches Objekt im Wasser aufmerksam. Ich traue meinen Augen nicht, als neben dem Boot ein Reh vorbeischwimmt. Letztes Jahr habe ich über Elche gelesen, die ausgezeichnete Schwimmer sein sollen. So ganz konnte ich mir das nicht vorstellen. Aber nun paddelt so ein Paarhufer tatsächlich an uns vorbei. Wir folgen der empfohlenen und betonten Fahrroute und genießen das ruhige Segeln mit achterlichem Wind. Zeitweise ist das recht bedächtig und wir sehen öfter die Eins vor dem Komma. Auf den Motor verzichten wir trotzdem, weil es die nicht vorhandenen Wellen zulassen. Das eigentlich anvisierte Ziel, die entlegenere Insel Sauöa, geben wir wegen der Flaute auf und laufen den näher gelegenen Hafen Bjarvik an. Außer Wasser und Strom gibt es keine Ausstattung. Die Übernachtung kostet dafür nur 10 Euro. Immerhin ist es so warm und sonnig, dass wir uns am Steg mit dem Wasserschlauch abspritzen können. Nach 6 Tagen ohne Dusche fühlt sich selbst das sehr komfortabel an. Segeltechnisch ist dieser Tag zu vergessen. Aus Nordosten wehen Böen bis zu 30 Knoten in den Hafen, nachmittags soll es etwas mehr werden. War klar, dass diese Prognose tatsächlich eintritt. Mückele liegt äußerst schaukelig am Steg und sein Bug stampft auf und ab, während Wellen mit weißen Schaumkrönchen an seinen Rumpf flatschen. Unter diesen Bedingungen können wir nicht weiter. Liegen bleiben wollen wir auch nicht. Mückele alleine lassen, während wir uns an Land vergnügen, trauen wir uns so keinesfalls. Nach dem Frühstück füllen wir den Wassertank und fahren 1 Meile in einen Bereich mit Landabdeckung, wo sich der Anker auf 8 Meter eingräbt. Hier können wir zwar nicht mehr an Land, liegen aber wesentlich bequemer als zuvor. Es bleibt Zeit für das Arbeiten am Computer, beruflich wie privat. Ich werfe einen Blick in das Spanisch-Lehrbuch und mache etwas Sport. Im Nu ist der Tag ohne ein Landprogramm vorbei. Ich hatte mich innerlich darauf eingestellt, einen zweiten kompletten Ankertag verbringen zu müssen. Der Wind sieht heute aber gar nicht so schlecht aus und scheint aus einer brauchbaren Richtung, nämlich Ost, zu kommen, um nach Sauöa segeln zu können. Nach wenigen Meilen sind die Inseln hinter uns und wir können uns ein Bild von den realen Überfahrtsbedingungen machen. Das Meer ist etwas aufgewühlt von gestern, jedoch weniger dramatisch als befürchtet.
Wir setzen die Fahrt fort und legen das eigentlich bereits für vorgestern anvisierte Ziel an. Nach und nach reffen wir aus und setzen das Groß. Der Wind ist böig, aber lässt kontinuierlich nach. Kurz vor Erreichen des Inselgürtels nehmen wir den Motor zur Unterstützung und bewältigen das restliche Stück in den winzigen Hafen von Sauöja. Die Gegend ist spärlich besiedelt. Ab und zu sieht man ein einzelnes Haus und eine Stromleitung. Der Hafen hat einen ungewöhnlich gebogenen Gästesteg. Er wirkt etwas marode. Das Anlegen ist nicht so leicht, da es schnell flach wird. Beim ersten Anlauf trauen wir uns nicht so recht. Durch das kristallklare Wasser wirkt der Meeresboden viel näher, als es die Seekarte behauptet. Beim zweiten Versuch sind wir mutiger und der Anleger gelingt ohne Grundberührung. Ich bin erstaunt, dass es in diesem abgelegenen Hafen Wasser, Strom, WC und Duschen gibt. Und das für 5 Euro am Tag. Sauöja ist ein Vogelschutzgebiet und wird dauerhaft nur von Schafen bewohnt. Lediglich im Sommer werden die Hyttas von norwegischen Sommergästen besucht. Als wir über die spärlichen Wege spazieren, begegnen wir nur wenigen Menschen. Autos gibt es hier keine. Als Fortbewegungsmittel werden Quads eingesetzt. Für guten Wind stehen wir gerne früh auf. Ein Fischer ist morgens um 6 mit uns auf den Beinen. Wir legen fast gemeinsam ab. Was folgt, kann man mit Segelwechseldich ganz gut zusammenfassen. Viele Male wandert das Großsegel am Mast drauf und runter. Immer wieder versucht Philipp, das Boot segelnd vorwärts zu bringen. Das funktioniert mal ganz gut, die meiste Zeit eben doch nicht. Es ist zum Mäusemelken. Lediglich ein paar Schweinswale können uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Zwischendurch ist der Wind ganz weg und wir schwabbeln auf einer langgestreckten Welle nach Osten. Immerhin in Richtung der spektakulären Bergwelt, die wir gestern von der Insel aus bewundern konnten. Irgendwann muss der Zündschlüssel gedreht werden und wir motoren die letzten Meilen in die weitläufige Bucht von Linnesøya. An beiden Seiten ragen mächtige Berge in den Himmel, die die untergehende Sonne weich zeichnet. Abendessen? Makrelen. Was denn sonst? Eine lange Nordwindperiode steht uns bevor. Es ist von vornherein abzusehen, dass wir heute nur mäßig segeln können. Zuerst fahren wir nach Stocknes zu einem Supermarkt mit speziellem Kundenparkplatz oder besser gesagt Kundenliegeplatz. Obwohl der Coop sehr klein ist, hat er ein umfassendes Sortiment. Neben etwas teureren Lebensmitteln kann man sich zum Beispiel mit einem Überlebensanzug ausstatten oder eine Axt kaufen. Für das Blaubeersammeln steht eine größere Auswahl an Spezialequipment zur Verfügung. Unter anderem ein Bärenrechen und ein Bärensieb. Das Angebot scheint feinsäuberlich auf die regionale Nachfrage abgestimmt zu sein. Nach dem Einkauf geht es nach Harbak. Der Ankerplatz ist nicht ideal, weil er nach Norden, in Windrichtung, relativ offen ist. Wir steuern ihn dennoch an, da es hier eine sehenswerte Höhle geben soll, die wir uns gerne anschauen möchten. Zum ersten Mal in diesem Jahr pumpen wir das Kanu auf. Der winzige Hafen ist für uns nicht anlaufbar. In wenigen Minuten erreichen wir das Festland und halten Ausschau nach dem Wanderweg.
ein Schild weist uns zu einem Schafgatter. Ab dann ist man auf sich allein gestellt. Bei unserem ersten Anlauf verirren wir uns im Gestrüpp, bis wir mit etwas Fantasie und einem einzelnen mageren Pfeilchen den steilen und steinigen Trampelpfad Richtung Höhle finden. Wir sind in Turnschuhen unterwegs. Ich präge mir den Merksatz ein: In Norwegen immer feste Wanderschuhe anziehen. Die 1,5 Kilometer sind nicht schwierig, man muss nur ein bisschen klettern. Auf den letzten Metern erleichtert eine steile Treppe den Aufstieg zur Harbakulen. 130 Meter ist sie tief, an ihrer höchsten Stelle ist sie über 40 Meter hoch. Im Innersten der Höhle benötigt man eine Taschenlampe. Ein schwaches Echo ertönt, wenn man in die Grotte hineinruft. An manchen Steinen sickert das Wasser nach unten. Dort, wo es auf den Boden trifft, wachsen überall zartgrüne Kleeblätter. Vom Höhleneingang hat man einen tollen Blick auf das Wasser. Gerade als wir oben stehen, zieht ein Schiff der Hurtigruten am Ufer vorbei. Der Rückweg ist besser, runter findet man den Weg leichter. Auf einer Koppel grasen zur Abwechslung 3 Lamas, die uns träge hinterhersehen. Ob es ihnen in Norwegen auch so gut gefällt wie uns? Gegen Mittag verlassen wir die Bucht. Wie prognostiziert ist der Nordwind eingetroffen. 7 Meilen werden es deshalb heute nur werden. Unterwegs legen wir eine Pause zum Angeln ein. Wenige Minuten, nachdem wir den Motor gestoppt haben, hören wir ein Prusten hinter uns, ganz nahe am Boot. Alle paar Sekunden durchbrechen Schweinswale die Wasseroberfläche. Wir werden ab jetzt fast täglich die eine oder andere Rückenflosse zu Gesicht bekommen. Dass die Säuger mit dem Boot schwimmen, regelrecht mit ihm spielen, wie wir das in der Nordsee oder im Mittelmeer erlebt haben, geschieht jedoch nicht. Sie verhalten sich eher skandinavisch distanziert. Der eigentliche Zweck der Pause wird auch erfüllt, was den Skipper natürlich zusätzlich freut. Hier machen wir erstmalig eine unwillkommene Entdeckung an unserem Fang. Kleine Würmer sind im Filet deutlich zu erkennen. Diese Nematoden, also kleine Fadenwürmer, sind bei Fischen in Norwegen nicht ungewöhnlich und für den Menschen nicht gefährlich. Wenn man das Fleisch gut durchbrät, schon gleich gar nicht. Manche Angler essen die Parasiten deshalb einfach mit. Wir haben kein gesteigertes Interesse an diesem Beifang. Der Dorsch wandert nach dem Filetieren zurück ins Wasser. Bedauerlicherweise werden wir diese Entdeckung während der restlichen Saison noch relativ häufig machen. Sieben Meilen waren es gestern, heute motoren wir gerade mal die Hälfte. Im sogenannten Ansteinsundet gibt es von einer Segelvereinigung einen Gästesteg, an dem wir längsseits gehen. Man darf für umgerechnet 5 Euro pro Tag bleiben und das sogar inklusive Strom. Bezahlt wird über die bewährte Briefkastenmethode auf Vertrauensbasis. Einzelne Häuser stehen am Ufer, ein kleiner Kiesweg führt quer über Kinöa und ein Steinwall verbindet diese Insel mit Veröa, der etwas größeren Nachbarinsel. Uns gefällt die Einsamkeit. Bei trockenem, sonnigem Wetter spazieren wir auf dem Hauptweg und laufen anschließend querfeldein über die Steinlandschaft. Es ist erstaunlich, mit wie wenig Erde hier die Bodendecker auskommen können. An manchen Stellen sieht man die Erdschicht, sie ist nur wenige Zentimeter dick.
Trotzdem gedeiht eine Fülle von Pflanzen, allen voran Moose, Beerensträucher und Besenheide, die ich ehrlich gesagt bisher eher als typische Grabpflanze zu Allerheiligen kannte. Das violette Heidekraut überzieht weite Teile der Insel und gefällt mir in dieser Umgebung deutlich besser als auf Friedhöfen. Unser Autopilot macht seine Sache gut und steuert zuverlässig die 8 Meilen durch die Flaute bis nach Besaka. Im Ort ist ein IKA, wo wir Gasnachschub erfolglos und Milch erfolgreich einkaufen. Man ist hier auf Angeltouristen eingestellt. Seit Tagen sehen wir viele darauf ausgerichtete Hütten mit zahlreichen kleinen Booten, Filetierstationen, Kühlmöglichkeiten, eben alles, was man sich als Hobbyfischer wünschen kann. Neben einem erstaunlich vielfältigen Lebensmittelangebot gibt es im Supermarkt dementsprechende Ausrüstungsgegenstände für die Petri-Jünger. Der kleine Nebenraum kann ein größeres Sortiment als so mancher deutsche Angelladen vorweisen. Der Steg ist nicht für einen längeren Aufenthalt gedacht. Wir tuckern weiter, knapp 2 Meilen in die erst vor wenigen Jahren erbaute Marina. Im Turnführer wird sie als trostlos beschrieben. Und diesen Eindruck macht sie auf mich. Ein einzelnes Clubhaus steht auf einer großen Freifläche. Drumherum liegt allerhand Baumaterial, was nicht gerade Charme versprüht. Das graue Wetter ist in diesem Zusammenhang natürlich nicht gerade hilfreich, sondern verstärkt das Bild. Das ist heute egal, denn das Wichtigste ist uns bei diesem Hafenaufenthalt die Waschmaschine und der Trockner. Richtet man den Blick in die Ferne, verspricht der Ankerplatz für morgen deutlich mehr. Wir scheinen hier in einem Trollgebiet zu sein. Beim abendlichen Spaziergang kommen wir an einer Steinwand entlang, in der viele Zwerge in den Felsnischen sitzen. Ich hoffe, sie sind uns wohlgesonnen. Im Norwegen-Revierführer der Kreuzerabteilung steht: Es ist festzustellen, dass der Wind in den Monaten Juni bis August in der Richtung seine größte Beständigkeit hat. Er umfließt dabei Norwegen entgegen dem Uhrzeigersinn. Nordwest bis Nord sind an der Westküste mit jeweils fast 50% die dominierenden Windrichtungen. Hier lesen wir schwarz auf weiß, was wir seit Wochen live erleben. Inzwischen versuchen wir es mit veränderter Taktik. Morgens ist der Gegenwind am schwächsten, also können wir in dieser Zeit wenigstens ohne großen Widerstand ein Stück motoren oder, wenn es besonders gut läuft, gegebenenfalls etwas segeln. Diese morgendlichen Fahrten werden nicht mit großen Streckengewinnen belohnt, haben aber trotzdem ihren Reiz, wie ihr hier sehen könnt. Am 6. August finden wir einen ruhigen Fleck am Rande eines Fjords und unterhalb eines hübschen Bergpanoramas. Tags darauf liegen wir bei sonnigem Wetter in der Nähe des kleinen Fischerhafens namens Sedervika. Philipp arbeitet in den letzten Zügen an unseren Ostsee-Videos und ich beschäftige mich zum Beispiel mit dem Zubereiten von selbst geangelten Fischstäbchen und dem Brotbacken. Es sind ruhige, gemütliche und unspektakuläre Tage. Vielleicht sind die Erwartungen an das Wetter in Norwegen tendenziell niedriger als in anderen Ländern. Erstaunlich ist, dass die regionale Wetter-App Yr des Öfteren einen wolkenlosen Himmel ankündigt. In der Realität besteht der wolkenlose Himmel aus einem dichten Einheitsgrau.
So auch heute. Wir starten früh um 7:30. 4 Stunden Motorfahrt später, es war genauso prickelnd, wie es sich anhört, kommen wir auf der Insel Villa an. Man darf an einem einzelnen Gästesteg festmachen. Die Gegend ist nicht gerade dicht besiedelt. 2, 3 rote Häuser sind am Ufer auszumachen, die unbewohnt wirken. Über Stock und Stein laufen wir knapp 1,5 Kilometer zur Westküste, wo vor ziemlich genau 180 Jahren, nämlich am 1.9.1839, der Leuchtturm Villa Für errichtet wurde. Das hexagonale Backsteingebäude ist lediglich 15 Meter hoch und erhält von uns sogleich den Spitznamen Stummel. Interessanterweise gehört Villa Für zu den wenigen norwegischen Leuchtfeuern, die mit Kohle betrieben worden sind. Ein Prospekt zeigt die Originalpläne von 1837. Was mir an Leuchttürmen immer gut gefällt, ist, dass man von deren Standorten meistens eine schöne Aussicht genießen kann. Obwohl der Himmel grau ist, haben wir einen guten Blick auf die vielen Inseln und Untiefen rund um Villa. Auf dem Weg, meint Philipp, ihm komme die Insel bekannt vor. Er vermutet, sie auf YouTube schon einmal gesehen zu haben. Wahrscheinlich in einem Video von Guido Dwersteg, der den meisten Zusehern ein Begriff sein dürfte. Zurück im Hafen tauchen doch andere Menschen auf. Eine Familie steigt in ihr Motorboot. Der Familienvater kommt mit uns ins Gespräch und meint, es war kürzlich ein deutsches Segelboot hier. Wir horchen auf. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, andere Segler zu treffen. Der Herr ergänzt, vor 2 Jahren. Voller Stolz erzählt er uns, dass die Insel und auch er selbst in einem YouTube-Video erscheinen, das dieser deutsche Segler aufgenommen hat. Nun gibt es keinen Zweifel mehr. Die Vermutung des Skippers war richtig. Weil ich Philipp beim Angeln von Bord aus nicht gut filmen kann, nutze ich die Landperspektive. Er macht einen Showwurf und hat prompt einen kleinen Dorsch am Haken. Abends fällt der spontane Entschluss, nicht auf Villa zu übernachten, sondern weiterzuziehen. Wir können die 5 Meilen segeln. Zwar sehr gemächlich, aber das macht nichts. Die See ist durch die schützenden Schären bügelglatt. Die Nacht verbringen wir seelenruhig in einer fast rundum geschlossenen Bucht. Bring the wind to carry me over. Diese Liedzeile ist aus dem Lied My Town von Glass Tiger, das zufälligerweise im Radio lief und ideal zum heutigen Segeltag passt. Anfangs sieht es gar nicht so gut aus. Die Tücher flattern nur müde hin und her. Das Vorhaben, heute nach Rorvik zu gelangen, wackelt bedenklich. Doch dann kommen wir auf ein freies Stück See, der Wind bringt uns voran. Über 5 Knoten läuft Müggele und auf unseren Gesichtern macht sich ein vermutlich etwas dümmlich aussehendes Grinsen breit. Endlich läuft es.
Den Großteil der 19 Meilen können wir unter Segel zurücklegen. Der letzte Rest unter Motor stört uns wenig. Hårvík ist eine typische norwegische Kleinstadt ohne viel Flair. Uns wird abermals klar, dass man nach Norwegen der Natur willen reisen sollte. Als Bunkerstopp eignet sich der Hafen allemal. Die Recherche hat ergeben, dass es in Hårvík einen Geldautomat gibt. Ein wichtiger Punkt in dieser doch sehr einsamen Gegend. Zwar kann man in Norwegen fast alles mit Kreditkarte erledigen, für die kleinen Häfen mit Briefkastenbezahlung ist jedoch passendes Bargeld vonnöten. Die ebenfalls sehr beliebte digitale Bezahlmöglichkeit Vipps, die hier fast überall akzeptiert wird, funktioniert leider nur mit einem norwegischen Bankkonto. In Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung muss man sich fragen, wer heutzutage so ein rückständiges System entwickelt und wie es sich gegen international gängige Bezahldienste durchsetzen konnte. Wir brauchen jedenfalls kleine Scheine für die weitere Reise. Der Automat spuckt natürlich nur große aus. Also kaufen wir öfter ein als eigentlich notwendig und bezahlen jeweils bar. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, sagt der Volksmund. Es wird nicht bei diesem einen schönen Segeltag bleiben, verspricht die Windprognose. Begleitet uns auch im nächsten Etappenabschnitt, wenn Mückele unter Beweis stellen darf, dass es seine Tücher nicht nur als Ballast spazieren fährt.